des Computers. Hallo Tanja, schön dich hier zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Mit dir wollte ich heute über das Thema Social Distancing sprechen. Mhm. Und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Danke. Thema bist du eben auch nicht bei mir vor Ort, sondern du sitzt in deinem Studio in Moabit und ich bin hier über der Bösner-Filiale in Neukölln. Und nur um dich kurz vorzustellen, bevor wir dann zum eigentlichen Thema kommen, du bist eine Künstlerin aus den Niederlanden, du hast in Maastricht, in Düsseldorf und in Amsterdam studiert. Dein Lebenslauf wird geziert von zahlreichen Stipendien, Förderungen und Preisen. Du bist zum Beispiel von dem bekannten Stipendium des Mondrian Fund gefördert worden und du hast natürlich auch den niederländischen Preis der königlichen, du hast den königlichen Preis der niederländischen Malerei, so muss ich bekommen. Genau. So, und du bist natürlich aber nicht nur Malerin, sondern in deiner Kunst benutzt du ja auch andere Formate, zum Beispiel Video, Performances, du nimmst an Aktionen teil und so weiter. Daher könnte ich mir vorstellen, dass Social Distancing sich in deiner Arbeit schon bemerkbar gemacht hat. Vielleicht genau. Kannst du uns ja zur Einführung erstmal erzählen, wie das Social Distancing sich auf deine Arbeit als Künstlerin ausgewirkt hat. Genau, ja, Nina, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Und mein Atelier ist hier in Wedding, ich wohne in Moabit. Aber genau, also ich habe das sehr viel bemerkt, das Social Distancing, dass es ungefähr angefangen hat im März. Und da war ich noch in den Niederlanden, da habe ich Workshops gegeben an eine Grundschule. Und es war tatsächlich der allerletzte Tag, dass überhaupt die Schule noch geöffnet waren. Und die Direktorin auch zu mir kam, bist du dich sicher, dass du hier sein willst? Und das fand ich schon, ja, richtig so eine komische Situation. Und dann die Woche danach musste ich eigentlich noch durcharbeiten in der Gießerei in den Niederlanden. Und ich bin da noch 3 Tage hingefahren mit meinem Auto und immer wieder wird gesagt von es wird immer schlimmer, die Grenzen gehen vielleicht zu, den letzten Tag, dass ich da hinfahre, ich muss immer ein Stückchen durch Deutschland fahren, habe ich gesehen, dass da schon Polizisten standen und da habe ich mich echt gedacht, ich muss so schnell möglich nach Berlin zurück, weil das war so ein Unwohlgefühl, dass ich da ja, nicht teilnehme an der Stay Home, dass ich einfach in die Gießerei gehe, mit Mitarbeiter da und da stehe zu arbeiten. Ich dachte, das stimmt irgendwie nicht. Also habe ich auch direkt an diesem Donnerstag dann den Zug zurück nach Berlin genommen. Und da bin ich tatsächlich 14 Tage in Quarantäne gegangen, weil das auch, ich kam aus einem anderen Land nach Deutschland und das hat man dann so gemacht und dann wollte ich selber auch. Und habe ich viel gezeichnet. Habe ich zu Hause am Tisch gezeichnet und eine ganz andere Konzentration in meine Zeichnungen wahrgenommen. Und ich habe viel kommuniziert, auch mit meinem Galerist, der wohnt in Amsterdam. Das ist Janine Hofland und Ornes Altheis. Und die haben dann auch direkt mit dieser Quarantänezeit ja gespielt. So, die haben einen Online-Viewing-Room gemacht. Und da könnten Leute dann nur in diesem Zeitraum, zum Beispiel 2 Wochen, die Arbeiten von Tanja Ritterweix zum Beispiel sehen, in die Online-Viewing-Room. Und da standen auch Preise mit bei. Also ich habe auch das Arbeiten verkauft online über diese Plattform. Und das fand ich sehr speziell in dieser Social Distancing-Zeit. Und was ich sehr speziell fand, ist die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Künstlern, dass die halt einander mehr unterstützen in dieser Zeit als in eine normale Zeit, dass man in Galerien gehen kann und Museen besuchen kann und man trifft sich auf diese Eröffnungen, aber es ist so anders, als man durch einen Künstler eingeladen wird für ein Projekt online. Und das fand ich auch sehr schön zu sehen. Also es gibt dann durchaus sehr viel Solidarität unter den Künstlern, dass man sich dann einfacher und schneller vernetzt hat? Genau. Man hat sich schneller vernetzt. Ich bin dann zu Hause mit meiner Kamera und habe gedacht, oh, jetzt fängt das schon an mit diesem Mundschutz. Und ich fand das auch so ein krasses Thema. Und in die Videos
Ja, arbeite ich viel, sehr viel mit Humor, aber auch persönliche Erlebnisse. Ich kann einen Teil davon zeigen. Ich habe ein Ja, Kinderbuch. bitte. Und mal gucken, hier mache ich mal aufs Play. Genau. Und dann. Das war ein Projekt, was du speziell in der Social Distancing-Zeit auch angefertigt hast. Ja, genau. Das habe ich zur bestimmten Zeit angefertigt. Da bin ich mit angefangen und dann gleichzeitig habe ich auf Instagram eine Frage gekriegt von Melanie Lischker. Sie hat zuerst hier in Wedding in dieses Atelier gearbeitet und sie hat ein Profil gemacht auf Instagram, das heißt Stay the Fuck Home. Und sie hat echt Künstlerinnen über die ganze Welt gefragt, in Griechenland, in Italien, in Spanien, was die so an einem Tag filmen oder wie die es erleben. Und ich habe ihr dann meine Mundschutz-Video geschickt. Und so haben wir immer so Sachen geteilt. Und die Woche danach waren andere Künstlerinnen aus der Düsseldorfer Akademie, wo ich studiert habe. Sie heißt Jissu Kangato. Und sie hat viele Künstler gefragt, ein Rezept zu filmen. Also das Essen, was man isst in den Quarantänezeit, weil man ist ja nicht durch dieses Social Distancing immer in den Supermarkt jeden Tag gegangen. Man musste halt vorausdenken, was muss ich essen? Und dann entstanden auch diese Art Rezepte. Und das fand ich auch sehr interessant. Und ich habe da auch so ein Video gemacht. Ich wollte gerade fragen, was hast du gekocht? Ja, ich habe dann da, ja, was man nicht essen kann. Also, ich habe was gekocht mit dem Glitzer-Schleim und allerhande Sachen reingeworfen. Das sah aus wie echte Gulasch. Es heißt Glitzer-Gulasch, aber man könnte es im Endeffekt nicht essen. Aber ich tue so, als ob ich das esse. Und das fand ich auch ja, irgendwie interessant. Das Genau, kann du ich lässt hier uns mit kurz spielen. reinschauen. Wie? Du lässt uns mal kurz in das Video schauen. Genau. Jetzt muss ich ein Stück schauen. So. Just gorgeous. Put everything. Genau, also hier sieht man diesen Schleim, diesen Gulasch und diesen ganzen Tisch, was ich vorbereitet habe, mit tausend von Gegenständen, die ich dann beieinander schmeiße. Und es ist eigentlich immer ein bisschen so eine spielerische Art, wie Kinder auch spielen würden. Und das mag ich total. Also. Also war es dann für dich so, dass die Social Distancing-Zeit eigentlich tatsächlich nochmal vielleicht andere Projekte für dich geschaffen hat? Also so. Ja. Genau, es hat andere Art Projekte erschaffen. Also zuerst war ich nicht so verbunden mit anderen YouTube-Profiles oder Instagram-Profile von anderen Künstlern. Es war eigentlich, jeder hat so das Profil für sich und man teilt da nicht echt die Sachen miteinander. Aber da in der Social Distancing-Zeit habe ich gemerkt, dass viel mehr Collaborations zwischen den Künstlern war. Ja. Also würdest du auch sagen, dass in der die Social Distancing-Zeit Einfluss hatte auf deine Motivwahl oder auf den Inhalt deiner Projekte? Ja, in Anfang noch nicht. Wenn ich diese 14 Tage Quarantäne war und viel gezeichnet habe, dann habe ich das echt noch inspiriert auf eine Reise nach Tokio, die ich im Februar noch gemacht habe. Und da habe ich überhaupt noch nicht in meinem Kopf so mit dieses Corona beschäftigt. Aber danach, die Videos stehen schon sehr auf diese Zeit direkt, also sehr direkt, ja. Wie Picasso mal die blaue oder die rosa Phase hatte, wird es bei Tanja Winterbeck vielleicht mal die Corona-Phase geben. Vielleicht, wer Also, wie ich das bei dir höre, haben sich ja natürlich noch einige Projekte vor Corona-Beginn zum Glück ergeben gehabt, so dass du noch einiges, du bist auch noch rechtzeitig nach Berlin zu dir nach Hause zurückgekommen. Ich vermute ja aber mal, dass natürlich auch einige Projekte ausgefallen sind oder gestrichen wurden. So Ja, das stimmt. Ja, so wie die großen Messen. Also ich
würde die Galerie dann vertreten auf Art Basel, Brüssel. Und ich hätte natürlich alles schon gebucht, die Flugtickets und also vor allem die Arbeit schon gemacht. Ich hätte neue Malereien gemacht und alles vorbereitet, eine Skulptur aus Aluminium und schon viele Meetings mit den Galeristen gehabt, über wie wir den Boot gestalten, weil es war auch ein Solo-Boot. Und das ist schon echt was Großes, was wegfällt, weil es auch ja, sowas ist, wo man zuarbeitet nach dieser Zeit und dann auf einmal ist es nicht da und dann wird es, im Juni wird es dann stattfinden und dann auf einmal auch nicht im Juni. Es ist so eine Zeit mit Ungewissheit und ja, ja, jetzt ist es nächstes Jahr April 2021 dann. Aber ja, das war schon sehr komisch, ja. Mhm. Kann ich natürlich verstehen, aber insofern wurde das bei dir ein bisschen davon aufgefangen, dass die Künstler selber eigentlich sehr kreativ damit umgegangen sind und auch die Digitalisierung nutzen konnten, um neue Projekte entstehen zu lassen. Ja, ich denke auch, dass viele Künstler nicht anders gewohnt sind. Ich denke, dass manche Künstler, ja, man arbeitet sowieso alleine im Atelier und man hat keine Kollegen, man hat keine... ja, weiß ich, 20 Leute am Tag, die man sieht und womit man redet. Also man ist schon sehr Social Distancing in das Beruf, nur die Eröffnungen und so nicht. Also ich denke, ja, das kreative Denken und einfach das Durcharbeiten, no matter what oder sowas, ich denke, dass das schon bei vielen Künstlern so gewesen ist. Ja. Und du hattest vorhin erwähnt, dass du auch ein Bild tatsächlich nur über die Online-Zugänglichkeit verkaufen konntest, ja. Deine Galerie. Ja. War das für dich überraschend, beziehungsweise hast du das Gefühl, dass auch der Kunstbetrachter oder der potenzielle Käufer sich mehr öffnet für einfach nur den digitalen Zugang? Ich meine, in deiner Malerei könnte man sich vorstellen, dass auch die Textur wichtig ist und so weiter zu sehen. Hast du das Gefühl, dass sich die Leute auch immer mehr öffnen, einfach nur über zum Beispiel virtuelle Rundgänge in der Galerie? Ja, ich denke schon. Also ich habe ein Bild, eine Malerei verkauft, das war Öl auf Leinwand. Und in diese Online-Viewing-Room, diese Zeichnungen, die waren mit Ölkreide und Aquarell gemacht. Und ja, ich finde es schon sehr speziell, dass man so was kauft online. Man sieht ja nicht, wie dick die Farbe drauf ist oder ob das Transparenz hat oder welcher Pinselstrich da genutzt würde oder... ja, wie die Farben wirklich sind, weil ein Foto oder ein Bildschirm gibt immer wieder ein bisschen andere Farben. Und ja, das fand ich schon speziell, aber ich war sogar auch sehr froh, dass das so gegangen ist. Ja. Also für dich selber ist es jetzt kein so großes Problem, dass deine Malereien auch erstmal nur online zugänglich waren? Nee, war für mich selber nicht so ein großes Problem. Nee, eigentlich nichts. Und würdest du sagen, dass eigentlich der Lockdown, also hier in Deutschland hatten wir ja keinen kompletten Lockdown, aber es ist eben schon ein Ausnahmezustand, dass der dich erstmal noch kreativer hat werden lassen, dass du einfach mehr Zeit hattest, wirklich in Ruhe zu arbeiten, oder hatte es auch, wenn man so will, negativen Einfluss auf deine Arbeit, weil du gezwungen warst, eben vielleicht nicht so sehr in Kontakt zu sein mit deiner Galerie, oder? Ja, das stimmt. Ja, es ist eine schwierige Zeit, weil ich mag es total, um mit Deadlines zu arbeiten. Also wenn jemand sagt, zack, 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 dann ja, du hast Deadlines da, du musst da Ausstellungen machen, da. Ich liebe das. Also das finde ich gut. Und die andere Seite finde ich auch wieder schön, dass es sich angefühlt hat, als ob die ganze Welt schläft, als ob die Geschäfte zu haben, als ob wir nicht in a hurry irgendwie Klamotten und alles Zeug kaufen mussten die ganze Zeit. Und das hat mir auch ein gutes Gefühl und ruhiges Gefühl gegeben, wie, ja, wie der Nacht eigentlich ist. Wie zum Beispiel früher habe ich immer viel nachts gemalt und ich habe das immer geliebt, wenn es so nach 8 Uhr abends ist und dann bis 2, 3 Uhr nachts und dann
diese Zeit war immer gut, weil dann die Leute auf der Straße ruhiger werden und die Shops zu sind und ich selber auch keine Ablenkung mehr habe. Und es war eigentlich null Ablenkung in dieser Corona-Zeit. Und ja, das war gut, aber so für ein paar Tage und dann ist das für mich auch wieder nicht mehr so gut. Ja. Deine Motivwahl konkret hatte das nicht so eine Auswirkung? Nee, nicht so, weil ich male sowieso schon sehr viel Interieure und ich liebe es, auf der Couch zu schlafen und sowas und auch dann nicht selber schläft auf dem Couch oder ein Stillleben in ein Haus und ich war schon ziemlich viel drinnen in ein Haus und das, ja, die Motive haben sich nicht so sehr geändert. Also im Grunde genommen irgendwie kann man dann sagen, dass du Social Distancing gar nicht mal so sehr als Krise wahrgenommen hast? Ich habe es nicht als Krise wahrgenommen, aber dass man nicht einfach so in ein Museum gehen kann, finde ich irgendwie, ja. Das finde ich schon, also die Freiheit ist weg. Das finde ich schon echt, also ich liebe es, mehrere Galerien am Tag zu besuchen und einfach in so einem Museum zu sein und ruhig die Dinge an und alles einzugucken. So. Das geht dann auf einmal nicht mehr. Und das finde ich echt, dass es so eine Art Freiheit weg ist. Das ist echt komisch. Das ist, ja. Für dich als Künstlerin auch tatsächlich Einbußen gehabt, wenn du ja zum Beispiel nicht bei Art Brüssel oder sowas, hat ja nicht stattfinden können, oder eben vielleicht auch andere Ausstellungen, die abgesagt werden mussten. Hattest du da direkt Auswirkungen gespürt in Bezug auf deine Einkünfte? Ja, man rechnet natürlich auf Einkünfte, wenn man so eine Messe hat oder auf Kontakte oder auf weitere Ausstellungen oder auf andere Sachen, die halt auf den Weg kommen, dadurch und die fallen dann jetzt weg. Und das ist merkbar, aber es kommen auch immer wieder andere Projekte dadurch zurück, weil die Kunstwelt sehr, wie nennt man das, dass man darauf reagiert. Also es passiert was und dann kommen Ausstellungen auf dieses Thema und das finde ich auch interessant. Ich nehme jetzt in Maastricht, in Marais teil, in Juli in einer Ausstellung, die auch entstanden ist durch den Social Distancing Zeit. Ja. Und glaubst du, dass auch auf lange Zeit etwas von den positiven Effekten, die man aus der Krise, sag ich mal, trotzdem lernen konnte, dass davon was bestehen bleibt? Also meinst du die Kontakte und die Vernetzungen oder auch die Digitalisierung von den Galerien und so weiter, dass das weiter ausgebaut wird? Ja, ich denke sicher, dass es in vielen Bereichen ein super Lernprozess war, vor allem diese Digitalisierung. Ja, das denke ich schon. Das ist echt mehr vorausgeht, mehr Offenheit. Also manchmal ist es auch so, Preise werden ja nicht echt so oft genannt bei Kunst online und Galerie würde nicht so schnell Preise, aber dann in dieser Social Distancing Zeit hat er es doch gemacht. Und das, ja, das ist vielleicht ein Schritt voraus. Ja. Also du blickst durchaus positiv in die Zukunft und hast auch weiterhin Inspiration? Ja, ich habe weiterhin Inspiration. Ich blicke positiv, obwohl, wenn wir Nachrichten gucken jeden Tag und wir hören, oh, es sind neue Beschmettungen. Neue Einstellungen? Ja. Dann denkt man, nein, und das ist echt so schrecklich. Man, ja, Leute, die krank werden oder das. Und diese Angst selber zu haben auch, wenn man denkt, muss ich da wirklich, man denkt dreimal nach, bevor man irgendwo reingeht, wo viele Leute sind. Und das finde ich auch, ja, das ist schwierig. Aber in meiner Künstlerpraxis so bis jetzt hat das, finde ich, noch nicht so Auswirkungen. Also mein Atelier ist hier so alleine und ja. Aber ich bin auch im Moment noch nicht dazu bewegt, tatsächlich auch mehr solche digitalen Formate zu nutzen.
Also Malerei ist für dich trotzdem noch die zentrale Arbeitsweise. Genau. Die letzte Zeit male ich wieder viel und Malerei ist echt, ja. Wie meinst du, dass ich mehr so Online-Plattformen nutze? Genau, du bist jetzt nicht umgestiegen darauf, dass du mehr Videos machst in Zukunft, damit du für etwaige kommende Corona-Zeiten schon mehr Material parat hast, sondern für dich ist es auch so, dass das ein gutes, nützliches, anderes Format ist, das Video, aber dass du dich trotzdem auch weiter auf die Malerei fokussierst. Genau. Ja. In meiner Künstlerpraxis, wo ich immer so gemalt habe, abwechselnd mit Videos und Zeichnungen. Und ja, so das hat sich eigentlich nichts geändert. Das bleibt so. Ja. Also dann dürfen wir uns weiter darauf freuen, dass von dir neue Werke kommen werden. Dass man auf jeden Fall weiter bei Ausstellungen sehen kann, egal ob die virtuell sind oder wirklich in echt. Genau. Ja. Also du bleibst uns trotz Social Distancing erhalten. Auf jeden Fall. Trotz Social Distancing. Ja. Ich freue mich, das zu hören. Wir wären zeitlich eben auch schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich bin total gefreut, dass ich mit dir darüber sprechen konnte. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich hoffe trotzdem, dass man nicht nur virtuell Zugang haben wird zu all deinen Werken, sondern dass ich deine Werke auch bald wieder in der Galerie bewundern darf. Auf jeden Fall. Die erste Ausstellung ist 31. Juni in Amsterdam, das heißt Mansbild. Aber da kann man nur mit Timeslot rein. Also man muss online reservieren und dann können ein paar Leute die Ausstellung rein. Aber es hängen tatsächlich Bilder da in den Raum. Also das ist schon schön. Ja. Auch ein sehr guter Anlass, Urlaub in Amsterdam zu machen. Genau. Und dann können wir dich dort in der Ausstellung besuchen und deine Werke in echt bewundern. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, Tanja, und vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich will dich nicht länger aufhalten. Du bist sicher schon wieder an der nächsten Arbeit dran. Ich sehe die tollen Werke im Hintergrund bei dir. So, und ja. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Ja, auch Dankeschön. Ja, und bis bald und in Neukölln. Tschüss nochmal. Tschüss.